Na dann, also, so, Servus, da sind wir wieder. Die Fanorakels. Ja. Heute etwas spät, ja, aber ja, ich mein, so nach dem Grillen und so, das hat schon ein bisschen gedauert heute. Ja, heute ist mein Hasi, die Ansagerin, also heute irgendwie so ein bisschen. Ja, das war wie gestern auch schon, gell, aber. Nein. Ja, aber du machst die gut, also halt die rum. Also von dem her, hau rein, Euri, komm. Wir hören dir zu. Ja, wir hören uns alle zu. Nein, ich höre dir zu. Also. Komm, erzähl mal was, gell? Was gibt's denn so Adäquates im Lande irgendwie so der Gestörten, der Freaks, der Menschen? Was gibt's denn? Ah ja, da gibt's. Wie heißt denn das? Brackets? Also dieser subtile hier, wir wollen austreten aus der EU von Großbritannien, hast du das gehört? Ach, das, was der Danny erzählt hat? Ja, mit den Brackets. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen heute. Na Wahnsinn, also was heißt das für uns als EU, wenn jemand aussteigen möchte? Seid mal ganz ehrlich, das kann doch echt nur ein totales No-Go sein für uns als EU. Also, was ist eigentlich EU? Sagen wir mal ganz ehrlich, also ist das jetzt wirklich nur hier Deutschland, also Bayern gehört ja so eigentlich nicht dazu, also schließen sich ja von allem aus, aber wenn die jetzt, also ich bin gespannt auf das Ergebnis, das kommt ja halt erstmal, also hat der Kursen dann so auf Bayern 1, dass alle normalen Bürger am besten wählen müssten, so aus Großbritannien und Schottland, England, ne? Genau. Damit sie da drin bleiben, aber ja, was bedeutet das für jeden für uns? Das weiß man jetzt auch nicht so genau. Nee. Also, das ist ja schon ein bisschen subtil. Ja, aber ja, das war ein Thema, aber war mal wieder von mir aufgegriffen. Jetzt komm, jetzt sag halt mal. Jetzt sag halt dann nochmal an, Aldi. Komm, ja, heute fällt mir nichts mehr ein. Die ist überfordert. Außerdem schreit der Kleine im Hintergrund. Ja gut, sie hat auch hier grillen müssen und ja, genau. Ich stinke nach Grillen. Kinderbespaßung machen müssen und ausschauen tut es wie so ein zerrupfter Haugen. Genau. Gell? Ja, aber, genau. Ja. Ja. Ja, aber hätte es denn echt nichts mehr gegeben? Nein, ganz ehrlich gesagt, also es gibt nichts mehr, weil Mufti weint und wir müssen springen, damit wir mal gucken, was bei Mufti so abgeht. Ich meine, gut, der ist mit dem Papa unterwegs, so in der Bordwahn, weil er halt Schwarzfuß-Indianer gespielt hat, hier so mit Barfuß laufen und Straßenwaldkreide spielen und klimbim, aber müssen wir dann doch mal urgieren, ne, ihr wisst Bescheid, Alter. Ja, dann machen wir das einmal und genau. In diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Abend. Nein, keinen Abend mehr, das ist eher ja Nacht. Eine schöne Nacht. Gute Nacht, weil gute Nacht. Die Fano Wackels. Servus. Ciao, ciao. Bis dann. Deine. Heute.